Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier unter Bäumen. Wir sind am Ende des Tages 10 und wir gehen erst einmal schlafen. So, als erstes müssen wir natürlich wieder, ist logisch, runter zum Wasser und unsere Trinkflasche öffnen. Die ist ja wieder, wenn wir das Spiel neu starten, alle. Ich werde das jetzt mal genau verfolgen und beobachten, ob das immer so ist. Und dann muss ich das halt mal im Forum berichten, den Entwicklern. Wir haben geschrieben, dass sie an der Performance noch etwas feilen wollen. Und das ist ja eigentlich nicht im Ordnung. Aber das Driftholz nehmen wir auch noch mit, was hier rumliegt. Und jetzt nehmen wir unsere Flasche, die müssen wir auffüllen. Alles klar. So, jetzt laufen wir zurück. Wir haben Tag 11. Was habe ich denn gerade gesehen? Bitte. Nee, das ist noch spät. Aber hier, Fungus. Nehmen wir gleich mit. Wir nehmen einiges mit, was wir jetzt hier sehen. Wir müssen uns um eine Spitzhacke kümmern. Und eine Höhle aufsuchen und Kristalle abbauen. Damit wir unseren Kleber produzieren können, denn den Kleber, den brauchen wir, um unseren Raum oben, unsere Nähstube zu öffnen. Wir schauen noch mal hoch. Wir müssen auch gleich was essen, denke ich mir. Jawohl. So, hier zurück. Wir brauchen die Fichtenplanken, die haben wir genug. Ist kein Problem. Dogbane haben wir auch und wir brauchen Kleber. Und Kleber brauchen wir. Schauen wir gleich mal runter in der Werkstatt. Und Kleber brauchen wir. Diesen Harz. Da müssen wir auch hoch und müssen den Lärchenwald suchen. Die gelben Blätter, die haben wir genügend. Und zweimal Kristall. Und um Kristalle abzubauen, brauchen wir eine Pickaxe. Also, Harz haben wir, solche Rohre haben wir auch und Stahlseile haben wir auch. Also, jetzt suchen wir uns das Zeug zusammen und da bauen wir uns eine Pickaxe. Haben wir sowas hier in unseren Harz haben wir hier. Das brauchen wir. Einmal. Das räumen wir raus, das räumen wir raus, das räumen wir raus, das räumen wir raus. So, wir brauchen noch Stahlseile und Stahlrohr. Und wir haben Hunger, also pfeifen wir uns mal so ein Süppchen rein. Jawohl, das hier lämmer. Klar, Hunger gestillt. Wir brauchen 4 Stahlseile. Und 4 von diesen Rohren. So. Alles klar. Kleber haben wir, den Harz haben wir. Oder die Bienenwabe. Jetzt flitzen wir runter an unsere Werkbank und basteln uns so eine Spitzhacke. Alles da. Kräftigen Ilm. So, jetzt haben wir eine Spitzhacke. Wo haben wir die? Schauen wir gleich, die legen wir uns runter auf die 3. So, jetzt haben wir eine Spitzhacke auf der 3. Wir nehmen uns auch noch ein Süppchen mit. Und unserem Fuchs, den sagen wir, er soll uns folgen. Komm, mein Freund, wir gehen auf Tour. Gut. Jetzt suchen wir uns auf der Karte
Schauen wir mal. Ja. Hier ist das M. Hier hoch müssen wir. Alles klar. Also ist das Nordwest. Ja, das ist bloß schlecht, ja jetzt eine Himmelsrichtung festzulegen. Kommt er mit? Wo ist er denn? Ah, hier. Gut. Wir gehen hier rüber. Komm, mein Freund Fungus, nehmen wir natürlich mit, damit wir uns was zu essen kochen können. Ich hoffe, der hat noch keinen Hunger. Nein, der hat noch keinen Hunger. Da müssen wir uns nämlich noch an der Angel bauen auch noch. Denn der frisst wohl am liebsten Fisch. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Jetzt müssen wir uns erst einmal über M, sind wir in der richtigen Richtung. Hier sind wir. Also, hier vor. Wir laufen mal im Fluss lang. Da können wir nämlich auch gleich wieder was trinken erstmal. Ja. Immer mal auf die Karte schauen. Kompass haben wir noch nicht. Also wir müssen jetzt mal den Fluss verlassen. Ja, jetzt macht er eine große Biegung, der Fluss. Den müssen wir jetzt verlassen. Jetzt regnet's. Champignons nehmen wir natürlich mit. Fungus. Champignons. Nee, das sind keine guten Champignons. Das sind die gefleckten. Die wollen wir nicht. Schauen wir, müsste hier ja jetzt die Höhle sein. Das muss nehmen wir mit. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Nee. Wir müssen noch weiter hinüber. Ist die Höhle wahrscheinlich auf der anderen Seite des Berges. Denn hier scheint kein Eingang zu sein zu irgendeiner Höhle. Kommen wir hier rum oder müssen wir unten über den Fluss? Nee, wir kommen hier rein. Das scheint aber auch nicht. Wir entfernen uns, also müssen wir in diese Richtung. Das ist doch nicht so einfach, hier ohne Kompass irgendwas zu finden. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Irgendwo hier muss jetzt die Höhle sein. Müsste doch eigentlich dieser Felsen sein hier. Wo soll denn die Höhle sein? Jetzt muss aber hier irgendwo sein. Fuchs, such uns mal die Höhle. Wieder weg. Wir können uns halt kein Rübe nehmen wir mit.
Renn ich denn ständig an dem Eingang vorbei oder was? Na, dann gucken wir uns mal hier unten nach. Irgendwo müssen wir die ja jetzt finden. Ne, wir sind weg. Also irgendwo sind wir hier falsch. Kann er doch bloß hier drüben irgendwo sein in dem Felsen. Also hier ist abgehen. Da kann man jetzt bloß noch oben in dem anderen Fenster sein. Na schön, den haben wir noch nicht. Hier oben wandern noch irgendwo. Hier sind noch Bienen. Die holen wir uns jetzt mit. Den Honig. Nein. Wir brauchen jetzt. Müssen wir aber langsam die Höhle finden. Die Sonne geht schon wieder unter. Oh, hier ist ein gefährliches Tier. Probär. Fix weg hier. Oh, er ist weg. Gut. Oh, ei, 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 ei. Hier ist der Bär in der Nähe. Das ist gar nicht so gut. Haben wir wieder nicht aufgepasst. Ja, wir nehmen mal lieber. Oder sagen wir, nehmen mal lieber erstmal hier die. Pilze, die wir hier noch finden, mit. Der ist bestimmt in der Höhle, der Bär. Na, da haben wir aber wirklich dann, ich sag's mal, die Acker gezogen. Wenn das sich jetzt in der Höhle rumtreibt. Also aufpassen, ob wir irgendwas sehen. Wenn wir haben Hunger, da essen wir auch erstmal was. Wir haben ja noch ein Stückchen dabei. Ohne so schnell, naja, doch, wir essen das. Gut, jetzt müssen wir nie. Oben im Blick halten. Ich probiere es. Das ist nicht so gut. Also. Wir müssen es uns ja nicht mit dem anlegen. Wo haben wir denn noch eine Höhle? Dann müssen wir morgen in diese Richtung gehen. Alles klar. Wir gehen jetzt nach Hause. Die Sonne geht unter. Wir haben einiges an Lebensmitteln, an Pilzen gefunden, dass wir uns ein paar Süppchen kochen können. Ah. Muscheln auch noch mit.
Oh, der Bär wieder. Er hat uns wieder gesehen. Heute müssen wir wieder laufen. Flitz. Gut, wir sind wieder in sicheren Gefilden. Also können wir nicht riskieren, dass uns jetzt noch der Bär erwischt hier. Wir laufen jetzt nach Hause. Wir sind wieder unten schon am Fluss. Das sieht schon manchmal gut aus. Dann laufen wir hier hinten lang und schauen, dass wir noch Pilze finden. Es ist schon Nacht. Der Mond scheint schon wieder. Also gehen wir erstmal nach Hause. Können wir das Moos noch mitnehmen? Ja, das können wir auch noch mitnehmen. Bis sehr weit dürfte es nicht mehr sein. Ja, wir sehen schon unsere Hütte. Das sieht gut aus. So, da gehen wir erstmal rein. Und wir nehmen uns mal hier noch ein paar Hölzer mit. Die kann man ja bestimmt nicht verfeuern. Und wir kochen uns mal noch ein Süppchen. Wir haben so viel jetzt mitbekommen. So, da nehmen wir einmal Fungus, einmal Champignons und eine Rübe. Perfekt. Da noch was kochen, noch mal Fungus, Champignons und noch eine Rübe. Keine Sticks. Da müssen wir hochgehen. Müssen wir uns oben ein paar Sticks holen. Ich glaube, oben haben wir noch welche. Wir haben nur noch. Oder haben wir die hier hinten? Ach, hier haben wir dann noch massenweise Sticks. Alles klar. Die nehmen wir mit. Die kann man nicht mitnehmen. Alles klar. Dann kochen wir das Süppchen noch weiter zu Ende. Und dann legen wir uns auch hin. Hat auch Spark, hat schon wieder Durst, alles klar. Müssen wir mal ein paar Sticks reinlegen. Hat du das Kochen abgebrochen? Sieht so aus. Ah, das Inventar ist voll, alles klar. Da müssen wir erst einmal was raustun hier wieder. Und zwar haben wir ja noch das Zeug. Dann haben wir ja noch. Das reicht ja eigentlich schon. Eine Suppe räumen wir rein. Jetzt können wir auch noch eine Suppe rausnehmen. Alles klar. So, jetzt tun wir das noch. Und jetzt tun wir noch was kochen. Wir haben noch Fungus, Champignons. Und diese Beeren. Machen wir noch ein Süppchen zurecht. So, das dürfte reichen. Ist klar. So, jetzt müssen wir erst einmal etwas trinken und jetzt gehen wir auch schlafen. Und schlafen bis zum Tag 12.
Okay, jetzt tun wir das Spiel erstmal wieder speichern. Machen wir uns noch ein Süppchen hier als Fungus und Champignons und diesen, wie nennt sich die, keine Ahnung, diesen, das sind keine Morcheln, naja, Trompetenpilze. Guck, und noch was Sticks reinlegen. Dürfte reichen. Perfekt, jetzt haben wir eine Suppe zum Frühstück. Und eine von den Suppen essen wir auch gleich. It. So, und den Rest an Nahrungsmitteln, die wir dabei haben, räumen wir in unsere Kiste rein. Das heißt, Champignons, die Trompetenpilze, die Morcheln, dann räumen wir rein. Die Stöckchen. So, jetzt haben wir drei Suppen dabei und jetzt komm, mein Freund. Folge mir. Jetzt müssen wir in diese Richtung. Ich hoffe, dass wir hier auf keinen Bär treffen. Aber wir nehmen ein Stöckchen mit. Oh, das ist eine ganz schöne Strecke, die wir laufen müssen. Ich hoffe, dass man da so einfach hinkommt. Nicht, dass man hier noch über irgendwelche Umwege, über irgendwelche Berge steigen müssen. Sieht nämlich fast danach aus. Und wir laufen ja voll die falsche Richtung. Vollkommen in die andere Richtung laufen. Erstmal wieder Richtung Hütte. Stöckchen mit. So, normalerweise, wenn man jetzt hier weiter immer schön geradeaus laufen, müsste man die richtige Richtung haben, denke ich mir. Wenn wir hier ohne keinen Erfolg haben, müssen wir wieder den nächsten Tag die andere Richtung laufen, wo der Bär sich rumtreibt. So, zu trinken haben wir noch dabei, zu essen haben wir dabei. Müssen bloß aufpassen, mal schauen in unser Inventar. Noch zwei Produkte können wir, also zwei Sachen können wir so mitnehmen. Zwei neue Sachen, dass wir noch einen Slot frei haben. Da können wir uns noch überhaupt nicht mehr orientieren. Wir müssen in diese Richtung. Das ist keine Ruhmesleistung, die wir jetzt hier abliefern. Naja, es könnte die richtige Richtung sein. Es könnte. Wollen wir mal nicht so gewiss sein. Also nehmen wir nochmal Morcheln mit hier. Ein Stöckchen nehmen wir noch mit. Das ist natürlich die
weniger guten Pilze. Irgendwie müssen wir in diese Richtung. Jetzt sind wir eigentlich, denke ich mir, in der richtigen Richtung. Muss man bloß Obacht geben, dass nirgendwo ein Auge erscheint, dass der Bär wieder unterwegs ist. Das ist hier, hier ist eine Kiste. Nein, zwei nehmen wir. Ah. Also, mehr können wir jetzt nicht mitnehmen. Oh, hier sind noch viele Kisten. Nein, das machen wir später. Aber den Platz müssten wir uns... Den kann man uns ja auch nicht markieren. Das ist es ja. Gott, jetzt dürfen wir uns noch nicht, außer Champignons und Morcheln dürfen wir nichts mehr, und Stöckchen dürfen wir nichts mehr aufheben. Da ist ein Hirsch. Kommt wieder nicht an, irgendwo zu die Höhle ist. Müssen wir sehen, dass wir hier immer schön links rumkommen. Und auch Obacht geben, nicht, dass uns der Bär irgendwo sieht. Ja, ist gar nicht so einfach, das Gebiet hier zu erkunden. So, es ist Mittag und wir müssen sehen, dass wir hier immer an dem Fels lang. Was ist das? Wir kommen immer weiter weg von unserem Ziel. Oder schaffen wir es jetzt? Jetzt sind wir ja eigentlich. Jetzt müssten wir ja eigentlich hier runter. Immer Obacht geben. Wegen dem Bären. Das sind andere Pilze, oder? Ja, das sind andere. So, wir haben den höchsten Hamsmittag.
Oh, was steht denn hier alles für Zeug? Hey, ja, ja. Das sind ganz andere Pilze. Hier, wir sind in der Höhle. Wir haben eine Höhle erreicht, Leute. Jetzt nehmen wir uns unsere Spitzhacke. Und dort hinten sieht es auch aus wie Mineralien. Perfekt. Wir haben Mineralien gefunden. Leim, Mineralien. Gut. Was liegt dort? Im Blueprint. Wir haben Mineralien gefunden. Nehmen wir gleich natürlich alles mit, was wir hier so mitnehmen können. Ein Blueprint nehmen wir mit. Nimm mal ein kleiner Fuchs. Es ist noch Mittag, wir haben noch viel Zeit, um nach Hause zu kommen. Und dann können wir den nächsten Tag können wir Kleber produzieren. Und hier haben wir noch mal welche. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr als 10 Stück in so einer Höhle finden, denke ich mir. Jetzt geht's auf nach Hause. Der Bär. Der Bär ist wieder in der Nähe. Oh, yeah, 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 yeah. Da hinten ist er. Wir müssen uns hier verstecken. Ist wieder weg. Der streift hier lang. Dieser alte Schweinehund. Nicht, dass man jetzt hier. Ja, ja, ich denke mir, wir müssen den ganzen Weg jetzt rückwärts laufen. Oder wir versuchen erstmal hier rumzugehen, den Bär großräumig zu umgehen. Der ist, oh, der ist jetzt überall. Gut, wir sind den Bär wieder entkommen. Dehydriert, wir müssen etwas trinken. Zum Glück haben wir ja noch unsere Flasche dabei. Trink. Gut, und weiter. Jetzt müssen wir bloß noch sicher nach Hause kommen. Die Karte gucken. Naja. Ich hoffe mal, wenn wir jetzt hier lang laufen, an diesem Felsen hier, oh, da treibt sich hier rum der Bär. Das gibt's doch gar nicht. In jeder Richtung ist der Bär. Was ist er denn? Ich sehe ihn doch gar nicht. Da vorne ist er. Alles klar.
So, ich hoffe mal, dass wir... Das Baby, das hat doch Hunger. Ja gut, wir können ja was essen. Wir haben ja was zu essen dabei. Wir haben doch genügend Zucker. Wir müssen bloß den Weg nach Hause finden. Jetzt sind wir unten am See, wie ich das noch einschätze. Wir kommen jetzt Richtung Heimat. Ist schon Nacht. Also von hier aus dürfte es jetzt nicht mehr weit sein. Und ich hoffe auch, dass es nicht mehr gefährlich wird. Hütte in Sicht. Gott, wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir sind zu Hause, wir sind dem Bär entkommen. Gut. So, Spiel speichern. Und wir sehen uns dann zum Tag 13 hier wieder. Der Fuchs ist auch fertig, der schläft auch schon. Wir werden schlafen und nächsten Tag werden wir uns den Kleber herstellen. Damit wir oben den Raum aufschließen können und dann können wir uns auch einen größeren Rucksack herstellen, können uns dickere Sachen herstellen und. Alles klar. Ich sag dann schon mal Tschüss, meine Freunde. Bis zum nächsten Abenteuer hier unter Bäumen.